Was geht, meine Freunde? Hier ist wieder euer Alium. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mr. Free-to-Play Challenge ist wieder am Start. Wir sind wieder da. Ja, dieser Arena-Patch trägt Früchte, sagen wir es so. Und das merkt man definitiv. Wir haben hart gegrindet. Gaelic ist gar nicht so schlecht, wie alle immer denken. Und yes, übelst crazy, was wir an Progress gemacht haben. Wir sind jetzt bei Tag 4, Tag 3. Und 4 zeige ich jetzt. Es kann auch mal sein, dass wir 3, 4, 5 Tage am Stück machen, je nachdem, wie viel Progress wir machen, was in den Tagen abging. Aber wir müssen, glaube ich, auch ein kleiner Teaser, unser Ziel, diese Free-to-Play-Accounts, auf jeden Fall höher schrauben. Ja, lasst uns gucken. So, hier sind wir, Free-to-Play-Account, Level 32 sind wir mittlerweile. Wir haben 9 antike Splitter. Wir werden die nicht öffnen. Wir heben die auf für das Zweifach-Event. In 3 Tagen ist ein Zweifach-Event von den blauen Splittern und daher werden wir die aufheben. Ich würde sie jetzt alle sofort aufmachen, aber dadurch, dass das Event jetzt vor der Tür steht, werden wir einfach warten. Macht einfach mehr Sinn. Wenn wir so kurz vorm Zweifach-Blau-Event sind, heben wir die einfach auf. Es wäre wirklich eine Verschwendung, sage ich jetzt mal. Wie sieht es da weiterhin aus? Ich zeige euch das jetzt mal alles ganz kurz. Aufgaben. Wir sind bei 65 von 76 nach 4 Tagen. Nach 4 Tagen sind wir soweit und das habe ich auch fast geschafft. Ihr seht nur, mein Silber ist super low und dann kommen wir natürlich weiter. Wie sieht's aus? Prove it. Hier, zack, Tag 4. Wir sind erst 4 Tage in-game. Übelst crazy, was wir für Progress gemacht haben, muss ich ehrlich gestehen. Aufgaben, Mission, das ganze Zeug, wie immer, alles hier gemacht. Na? Auch in den ganzen Herausforderungen. Teil 3 von 5 schon. Entweder ich werde nicht angegriffen oder ich verliere. Es ist gerade noch ein bisschen ätzend. Ich muss mein Team einfach besser tunen, dann läuft. Da bin ich aber gerade dabei. Dann haben wir natürlich diese Quest. Ich schaffe noch nicht 30.000 LP auf einem Champion zu ballern. Geht leider noch nicht. Ich bin, glaube ich, aktuell bei 20.000 oder 21.000. Hier sind wir jetzt schon kurz vorm Void. 4 von 5. Ihr seht auch hier die Aufgaben. Jetzt kommen langsam die schwierigeren Stage 10. Wir schaffen die 7er, 8er Stages gerade so. Aber Drache und Feuerritter auf 8 ist noch unmöglich. Tränke ist was anderes. Und Arena hier genauso. Classic Defense Schlacht muss man ja gewinnen für die Aufgabe. Komme ich aktuell noch nicht ran. Ja, das ist das. Da sitze ich immer noch bei 1 von 3 und bei Arbiter müssen wir da einfach weitermachen. Ah, das hatte ich euch vorhin irgendwie gezeigt. Ja, aber auf jeden Fall sieht das jetzt so aus. Wie sieht unser Champion Roster natürlich aus? Ne? Also, wir hatten Glück gehabt und haben in einem der ersten Runs, beziehungsweise im allerersten Run von Kapitel 9 auf normal eine War Maiden direkt gezogen, was übelst crazy war. Fand ich mega nice. War Maiden hat jetzt, ich warte noch auf eine gute Brust und danach geht's ab, aber sie braucht auf jeden Fall noch viel, viel mehr Speed, dass sie vor meinem Gaelic läuft. Gaelic sieht aktuell so aus. Wir kriegen jetzt am nächsten Tag das Schild und dann habe ich sein Gear vollständig. Ihr seht es hier auch fast alles auf 16 hochgeknallt. Gaelic Stats sehen so aus nach 4 Tagen. Top Stats. Ich will keine Genauigkeit auf ihm. Ich will einfach, dass meine anderen Champions die Genauigkeit haben. Sein kleiner Defense-Verringerer bringt mir nicht so viel, wie wenn ich ihm jetzt mehr Damage gebe, mehr Speed gebe und schaue, dass er ballert. Was haben wir geschafft? Am dritten Tag habe ich 800 Gems zusammen gehabt, um Masteries zu kaufen. Am dritten Tag. Ihr seht es hier, ich mache nochmal kurz aus. Wir werden dann hier runtergehen und werden Kriegsmeister nehmen für mehr Damage in Dungeons, für mehr Damage im Clan-Boss. Aber am dritten Tag waren die 800 Gems und wir sind schon wieder bei 215. Dieser Account ist zu 100% Free-to-Play, aber zeigt einfach, wie viel Gems ihr am Anfang bekommt, wenn ihr hart grindet. Wenn ihr euren Aufgaben nachgeht und dort Vollgas gebt. Was werde ich von diesen Champions behalten? Schlachtmaid, Arminger und eine Diabolistin. Ich werde noch behalten, bis ich einen besseren Champion habe, Doppelklinge. Er hat nämlich einen Heilungsverringerer, den brauche ich für den grünen Dungeon, Tränke Dungeon. Wir haben jetzt Medium bekommen, die ist auch recht geil. Die benutze ich nämlich als Speedleader in der Arena und werde sie auch so tun, dass sie mir den Angriffssteigerer gibt. Den benutzen wir aktuell auch noch, denn er hat hier Debuffs Clown. Den brauchen wir für den blauen Tränke-Dungeon. Die werde ich auf jeden Fall nehmen. Also, und auch nur 40 ballern. Diabolistin auch erstmal nur 40. Die beiden auch auf 40 erstmal. Der Rest wird alles verfüttert. Außer natürlich Arminger und War Maiden. Davon habe ich schon mehrere, deswegen wird er auch verfüttert. Und wen werden wir noch behalten? Schildwächter. Schildwächter ist unglaublich krass, unglaublich stark. Wenn er hier crittet, kriegt er Rundenmeter dazu. Das heißt, wenn er immer crittet, kommt er zweimal hintereinander pro Angriff ran. Er
reinigt sich selbst jedes Mal ein Debuff weg und hat auch noch hier den kleinen Geschwindigkeitsverringerer. Unglaublich krasser Champion, harte Multiplikatoren, macht ordentlich Damage. Unser erster Void war Kavalier, Müll schmeiße ich weg, verfütter ich, leider, leider. Und Erbin, die kriegen wir natürlich auch in der Kampagne zu farmen und die ist auch nicht verkehrt, die werden wir auf jeden Fall auf 40 hochziehen. Ich brauche ja den ein oder anderen Champion, der noch im Faction Wars, ne, damit wir da weiter farmen können. Hier in der Höhle sieht es aktuell so aus, das sind alles Champion für Breitmaul, Rasen oder eben den Reliktbewahrer. Die haben wir bis jetzt alle bekommen und die habe ich natürlich direkt alle aufgehoben. Also da sieht es eigentlich auch schon recht nice aus. Jetzt kommt dann das Zweifach-Blau-Event. Ich hoffe natürlich, dass wir, sorry, ich muss kurz schauen, dass wir natürlich hier Vollgas geben können oder beziehungsweise viele Champions bekommen, um die dann, um dem Rasen noch ein Stückchen näher zu kommen. Ja. Gems sehen so aus, wir werden jetzt dann die 500 investieren, sobald wir die bekommen. Ich muss halt jetzt wirklich bei der Arbiter-Mission hier eben das Ausrüsten ist kein Stress, dann eben in der Arena ein paar Champions verprügeln und der Rest ist keine große Sache, muss ich ehrlich sagen. Die habe ich fast, die vier Champions, weil ich gerade Futter suche. Morgen werde ich höchstwahrscheinlich zum Tag 5 Galick auf Rang 6 hochballern. Also nach 5 Tagen Masteries für ihn gesammelt, Bücher hat er komplett. Wir farmen übrigens schon Brutal-Kampagne mit dem Galick auf 5. Ja, großer Saal habe ich 2 Dinger gemacht. Ihr seht Silbermarken. Ja, wir sind in Silber. Tag 3 und ich war in Silber-Arena. Wir haben die Schmiede. Dort habe ich super viele Items hergestellt für meine Champions. Aktuell benutzt es nur Schlachtmaid. Und deswegen habe ich auch gesagt, die Arena wurde gefixt. Also, Normal-Kampagne sieht aktuell so aus, damit ihr auch wirklich, wirklich glaubt, es ist normal. Ja, uns fehlen 2 Sterne und die sind im schwersten Teil hier beim Boss. Jeder weiß Bescheid, der Boss ist einfach krass. Unser Starter ist negative Affinität. Einmal ein bisschen ätzend. Schwer sieht aktuell so aus. Ich habe durchgeballert, damit wir runterkommen und natürlich brutal machen können. Weiter habe ich erstmal nicht gefarmt. Wir kriegen hier noch ein paar Juwelen. Die brauchen wir. Aber wenn wir die Arbiter-Mission haben, haben wir für die Juwelenschmiede schon. Juwelenmine natürlich schon die Sachen. Und brutal ist aktuell hier. Ich farm gerade Speedset. Deswegen bin ich auch hier stehen geblieben. Aber so wie mein Galick das macht, der farmt die komplette Kampagne alleine mit 3x Food hier auf Brutal Speedset und es klappt. Es klappt ohne Probleme, kein einziges Mal gefailt. Wir werden bis zum Wochenende diese Antiken noch holen. Wir haben es ausgerechnet im Stream vorhin, 14 oder 15 antike Splitter auf diesem Account noch haben. Deswegen übelst wild. Die ganzen Dungeons machen wir aktuell auf Rang 7 oder 8. Alle. Dann haben wir hier natürlich Minotaurus. Da geht es noch nicht so weit. Ich mache da aktuell nur in den Dungeons, soweit wie die Quests es von uns verlangen. Und das empfehle ich auch jedem. Macht das nicht. Geht in der Kampagne auf Vollgas. Ihr habt gesehen, was ich in 4 Tagen erreicht habe. Und da habe ich wirklich nur das gemacht, was die Quests von mir verlangt haben. Die Quest hat gesagt, mach 5 Drache. Habe ich gemacht. Die Quest hat noch nicht gesagt, oder mach Feuerritter auf Stufe 1. Habe ich gemacht. Weiter nicht. Die Quest hat von mir verlangt, mache Spinne Stufe 4. Das habe ich gemacht. Das war's. Mehr nicht. Eisgolem, derselbe Spaß. Mache, ich glaube, Stufe 7 oder so, habe ich gemacht. Punkt. Einmal so oder so oft für die Quest wie nur möglich oder wie nur nötig und das war's. Hier, Faction Wars, derselbe Spaß. Faction Wars habe ich jetzt natürlich in den Orks was gemacht, in der Dämonenbrut. Ich habe überall geguckt, dass ich Stage 1 oder 2 farmen kann und das war's. Ein bisschen Gear, ein bisschen Guffelgear, das ihr sammelt, das ihr so rumliegen habt. Ihr kriegt genug Gear Packs durch die Quests am Anfang und Kampagne abschließen, Boss killen. Dieses Gear habe ich einfach irgendwelchen Champions, wo ich gesagt habe, die behalte ich vielleicht bis Level 30, 40 gegeben. Und jetzt laufe ich die ersten paar Stages. So habe ich auch, ich habe in der Schmiede knapp 40 Items hergestellt. Und diese 40 Items, von denen habe ich ungefähr 20 behalten. Der Rest war wirklich schlecht, schlecht. Also entweder waren es 3-Sterne-Items, die habe ich direkt rausgehauen. Oder sie waren wirklich schlecht, schlecht. Und dann habe ich sie auch direkt verkauft. Der Rest ist da. Ich habe, glaube ich, von diesem Flotte Parieren-Set 6-7 Items behalten. Zeige ich euch alles gleich. Aber ihr seht es hier, Silber. Wir sind kurz vor Silber 2. Ja, ich muss hier ein bisschen picky sein. Ich kann hier nicht jeden Gegner bekämpfen. Ihr seht es auch hier. 23.000, das könnte was werden. Ich mache die Kämpfe manuell. Aber so solltet ihr es auch machen am Anfang. Wollt ihr wirklich pushen, müsst ihr manuell spielen. Und der Punkt ist auch der, wir werden jetzt sehen, ob ich gewinne oder nicht. Aber der Punkt ist auch einfach der, dass die Arena gefixt wurde. Die Arena wurde gefixt.
Muss ich ehrlich sagen, ist einfach so, habe ich jetzt festgestellt, so weit würde man nicht kommen. Das ist natürlich jetzt ein riesiges Problem, Blocky-Debuffs, genauso wie Stärkung. Wer mein Buff-Video gesehen hat, ich schaue, dass ich es oben mit verlinke, wenn ich es nicht vergesse. Ja, Stärkung ist ein harter Debuff. Wir werden jetzt mal hier gucken. Oh, ich hätte boosten können. Ups, nicht so schlimm. Ja, Counter-Attack Mastery ist Bombe. Die triggert immer sehr oft. Und jetzt ist der Reviver tot und alles. Jetzt können wir auf Auto machen. Also jetzt ist keine große Sache mehr. Mein Gaelic, habt ihr gesehen, macht ordentlich Damage. Der kann gut ballern. Der ist echt nicht verkehrt. Also, ja. Ich habe ihn halt vorher nie getestet gehabt, deswegen wusste ich nicht, wie gut oder schlecht ist. Aber ihr seht es hier, es funktioniert, es klappt. Ja, man muss ein bisschen picky sein. Ich muss ein bisschen auf die Teampower gucken. Das Team könnte ich auch noch schaffen. Ja, doch, das dürfte eigentlich auch drin sein. Wir haben leider keine Marken mehr. Deswegen kann ich es euch nicht zeigen, aber ja. Klar, Doom Tower macht erst mit 40 auf. Was haben wir im Klamos geschafft? Das ist natürlich jetzt auch super witzig, weil wir haben 2 Key. Jetzt schon. Oh, ihr seht es nicht. Es tut mir leid. Jetzt. Pam. 2 Keys. Wir brauchen 1,14 Millionen Damage und wir haben am dritten Tag schon 2 Keys geschafft. Heute das erste Mal. Am vierten Tag das erste Mal 2 Keys geschafft. Ja, seit ich die Masteries habe quasi. Unglaublich krass. Also für die kurze Zeit. Ja, ich habe heute den ersten Key auf den Dreier gemacht. 445.000. Was 4 Keys dabei ausmachen würden, würde nicht reichen, dass wir hier auf die Kiste kommen. Also mache ich erstmal einfach jeden Tag und dann mache ich natürlich normal, soweit es geht. Wenn er jetzt morgen Rang 6 ist, werde ich es natürlich dann wieder ausprobieren. Dadurch, dass wir dann Kriegsmeister als Mastery haben, kann es natürlich sein, dass wir dann vielleicht auch 2 bis 3 Keys auf normal machen. Und dann mache ich natürlich diesen Boss. Aber ihr seht es hier, unglaublich crazy. Es ist einfach nur heftig. Ich wollte euch noch ganz kurz zeigen. Also ja, er bekommt einfach mein bestes Gear. Wir hatten das vorhin im Stream. Also ich habe natürlich auch alles verkauft, was nicht wirklich nice ist. Ne? Auch hier, ihr seht mein Schildset. Man bekommt 4 oder 5 Teile. Ich habe alle verkauft, außer die, weil die gut waren mit den Substats. Aber hier, wir haben Wahrnehmung. Ich habe noch 2-mal Wahrnehmungsbrust bekommen. Oder einmal und 2-mal flottes Parierenbrust. Also ihr seht es auch hier. Mache mich noch mal kurz aus. Es ist Genauigkeit, Quote, Crit Damage. Hier haben wir LP-Handschuhe mit 2 prozentualen Rolls. Es ist keine Genauigkeit, kein Speed dabei. Okay. Crit Damage Handschuhe mit Speed und Angriff Prozent im Subroll. Das ist super stark. Eine Defense Brust mit Geschwindigkeit. 5 Sterne auch noch. Übelst crazy. Auch hier super gute Substats. Hier haben wir genauso Speed Boots. Deswegen habe ich die direkt behalten. Und auch hier seht ihr Crit Damage, Quote, Defense, Prozent, Genauigkeit. Also die Subrolls sind heftig auf diesen Items. Da hatten wir wirklich Luck. Hier wollte ich 2 Genauigkeitstrigger haben. Die haben wir leider nicht bekommen. Aber ja, das hatten wir vorhin im Stream, was ich gerade noch sagen wollte. Die Leute fokussieren sich nicht, weil viele mich gefragt haben, wie kannst du jetzt nach 3-4 Tagen in Silber sein? Erstens, die Arena hat sich geändert. Es wurde besser, es wurde alles einfacher. Aber es ist auch so, dass ich halt meinen kompletten Fokus und mein komplettes gutes Gear alles in den Gaelic geballert habe. Alles. Ihr müsst euch auf einen Champion fokussieren. Wir hatten es vorher. Ihr müsst einen Champion hier oben haben und der muss euer Carry sein für den ganzen Account, für den ganzen Content. Wenn der dann sein Level erreicht hat und ihr für euer Level nicht mehr weiter pushen könnt erstmal, dann rückt der nächste Champion nach. Und den bringt ihr dann auch auf dieses Level oder ungefähr ein bisschen weiter drunter. Und dann kommt der dritte Champion. Und so macht ihr das dann weiter, bis ihr ein ganzes Team habt. Bei mir sieht es jetzt erstmal so aus. Wer sicher Rang 6 sein wird, ist eine War Maiden, also Schlachtmaid, und ein Arminger. Das heißt, ich benutze erstmal die 3 und baller die natürlich hoch. Mehr mache ich erstmal nicht. Ich baller die Diabolistin und Medium auf jeden Fall auf Rang 4. Aber auf Rang 6 kommt Arminger und eine Schlachtmaid. Zu 100%. Und jetzt, dadurch, dass ich mein Gaelic auf Rang 6 mache, werde ich ihm dann noch den Schild geben, den ich heute im Reset dann bekomme. Und dann werde ich ihm den geben, Silber farmen, werde sein Schild und seinen Kopf auf Rang 16 oder Level 16 machen. Und dann ist er erstmal fertig. Dann hat er seine letzte Mastery, wie ich es vorhin gesagt habe. Bücher wurden alle schon gemacht. Am Anfang werdet ihr so mit Büchern überhäuft. Es tut nicht weh, sie in den Starter zu ballern. Wenn ich jetzt hier einen Apotheker, eine Banshee oder so bekomme, dann farme ich da die Bücher über die Zeit einfach zusammen.
Aber Gaelic wird erstmal, mein Starter wird erstmal mein Carry sein. Es bringt mir jetzt auch nichts, drauf zu hoffen, an dem Wochenende eine gute Epic oder eine Leggy zu bekommen. Leggy kann ich keine Bücher geben. Was ist, wenn es eine ist, die unbedingt Bücher braucht? Dann hat sie nur ihren halben Effekt. Natürlich wird sie stärker sein. Vielleicht sogar stärker als Gaelic. Aber es bringt mir trotzdem mehr, ihn jetzt zu pushen, anstatt drauf zu hoffen und vielleicht jetzt diese 5, 6, 7 Tage zu warten, um am Ende doch nichts zu bekommen. Deswegen ihn, ich werde sein Potenzial voll ausschöpfen, auch um natürlich zu zeigen, dass es mit dem Starter, auch wenn es der schwächste von den Vieren ist, definitiv geht und man da trotzdem weiterkommen kann. Aber ja, Arena-Patch wurde definitiv gemacht, wurde definitiv verbessert. Es passt, es stimmt. Man kommt weiter, man kann farmen, man kann machen, man kann in Silber super weit aufsteigen. Und deswegen glaube ich, wir müssen das Ziel auf jeden Fall erhöhen. Wir werden jetzt natürlich erstmal weiter daran arbeiten und pushen. Wenn wir Gold erreicht haben, werden wir dann weiter entscheiden und gucken. Aber ich glaube, in 2 bis 3 Wochen maximal sind wir dann auf Gold. Bin ich mir fast sicher. Ich bin jetzt gerade dabei, die War Maiden schneller zu machen. Danach kommt mein Booster, der natürlich auch schneller gemacht wird. In dem Fall wird es die Diabolistin sein. Und dann werde ich noch dazwischen das Medium einbauen. Und dann habe ich erstmal, das ist auch ein Free-to-Play, also euer Starter-Arena-Team sollte ungefähr so aussehen. Starter, Schlachtmaid, Diabolistin, Medium. Das ist eigentlich so das Standard-Starter-Team. Und mit dem konntet ihr auch damals schon, wenn ihr euch auf dieses Team für die Arena konzentriert habt, in Gold ankommen. War schwierig. Aber es war möglich, definitiv. Und das auch in nicht allzu langer Zeit. Deswegen, ja. Also das war es erstmal. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, was ihr dazu sagt. Aber ich finde den Fortschritt unglaublich crazy. Nach 4 Tagen, nochmal hier zum Bestätigen. 4 Tage. Bei mir ist bald Reset. Danach kommt der nächste, der 5. Tag. Wow. Einfach nur wow. Jo, wenn euch die Serie gefällt, lasst mir ein Like da, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da, diese Serie wird auf jeden Fall weitergemacht, weitergeballert, bis jetzt ist das Feedback super cool, ihr steht drauf, euch gefällt's und ihr, ich bin nur so 100% effektiv, weil ich natürlich auch Erfahrung gespielt habe und weiß, was abgeht, ne? Deswegen, aber man kann sich hier den ein oder anderen Tipp, denke ich, auf jeden Fall mal abgucken und mir macht's auf jeden Fall Spaß, mir gefällt's und ich hätte nicht gedacht, dass der Progress so schnell und so krass ist, aber ja, wenn es euch gefällt, wie gesagt, weiterhin einschalten, weiterhin klicken, teilt es mit euren Freunden, schaut im Stream vorbei, Freitag, dickes, fettes, doppelt Ancient Shard Event, wir pullen auf Main, wir pullen auf meinem kleinen Account natürlich, wir hoffen auf coole Epics und coole Rares vor allem, ich muss ehrlich sagen, ich will nicht unbedingt eine Leggy, aber coole Epics, coole Rares. Und dann für euch auch, es sind super viele Leute schon auf der Liste, wenn ihr auch dabei sein wollt, alle Beschreibungen sind unten, Discord, Twitch, alles, schreibt mir, pack euch mit auf die Liste und dann geht's am Freitag ab 19 Uhr los. Ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Woche, wundervolle Zeit, viel Spaß beim Schauen, bis Freitag, euer Elium, ciao, ciao.